Das Problem, was Anstoß für die gesamte Veränderung war, Dinge, die benötigt wurden, konnten nicht rechtzeitig abgeliefert werden. Mein Name ist Steffen Kruse, ich bin als agiler Coach in der Deutschen Telekom Technik GmbH unterwegs. Was macht die Deutsche Telekom Technik? Relativ viel mit Software mittlerweile, aber anders als das unsere Kollegen von der IT machen. Wir sind noch sehr stark im Plattformbetrieb unterwegs. Das heißt, das Beispiel, was wir jetzt betrachten, ist die Voice- und Messaging-Plattform, also da, wo die ganzen Telefongespräche und so weiter abgewickelt werden. Das hat viel damit zu tun, dass wir da fertige Lösungen teilweise einkaufen mit Herstellern, die angepasst werden und so weiter. Also schon auch relativ lange Produktiterationszyklen hinten dran stehen. Es ist nicht ganz so schnell und agil, dass man in 3 Monaten ein neues Feature draußen hat. Das ist unser Ziel, dahin zu kommen. Aber da sind noch ein paar Schritte zu gehen bis dahin. Ich würde auch direkt mal rübergehen. Was sind überhaupt Flight Level? Ich habe über die Flight Level gesprochen. Eigentlich könnte Kerstin das wahrscheinlich noch viel besser darstellen als ich. Gerne kannst du da ins Wort fallen, wenn ich da Blödsinn erzähle. Flight Level ist ein Denkmodell. Dieser Satz Denkmodell ist extrem wichtig, weil als ich das erste Mal davon gehört habe, war das für mich ein Framework. Und das ist für ganz viele Leute bei uns im Unternehmen auch noch ein Framework, was ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Weil es ist ein Denkmodell, was sich einfach auf verschiedene Ebenen bezieht, und zwar die operationale Ebene, die Ende-zu-Ende-Koordinationsebene und die Strategieebene. Und wie ihr das hier unten seht, gibt es diese 3 Ebenen. Jedes Team hat seine eigene Ebene, sein eigenes Board, sagen wir, für ihren operativen Anteil, wo im Prinzip das passiert, was innerhalb eines Teams gemacht wird. Viele Teams sind über eine Ende-zu-Ende-Koordinationsebene miteinander verbunden. Da redet man auch über Wertströme. Also wie sieht die Entwicklung von einem Produkt aus? Wie wird ein Service abgebildet? Diese ganze Ende-zu-Ende-Koordination findet da statt. Und darüber gibt es eine Strategie. Die Strategie ist aber nicht eine operative Strategie, die in einer hierarchischen Level oben drüber sitzt, sondern es ist wirklich Strategie, die dabei hilft, Ende-zu-Ende-Koordination zu unterstützen. Und wie man in dem Bild auch sehen kann, es gibt mehrere Flight Level. Also auf jeder Ebene kann es mehrere Flight Level, 2 Boards, 3 Boards und so weiter geben. Level 2 Boards können auch übereinander gestapelt sein. Das ist relativ wichtig, um dieses Denkmodell zu verstehen. Man kann mit Flight Level, ich war gerade eben in dem Vortrag über Safe, Unstuck Safe, sehr, sehr interessant, sehr viel Parallelen dazu. Man kann Safe wunderbar mit Flight Levels kombinieren, weil da genau auf solche Ebenen eingegangen wird. Das Wichtige ist aber zu sagen, okay, man betrachtet jede Ebene im Prinzip erstmal für sich und auf jeder Ebene gibt es 5 Aktivitäten, die gemacht werden. Und wenn man dieses Muster durchzieht, dann hat man im Prinzip Flight Level. Also man versucht auf jeder Ebene diese 5 Activities durchzuführen, erstmal die Situation visualisieren, einen Fokus zu kreieren, agile Interaktionen aufzusetzen, Fortschritt zu messen und das Ganze umzusetzen und zu verbessern. Und dann fängt man im Prinzip immer wieder von vorne an. Ist dahingehend ganz wichtig, weil da ist ja jetzt nicht beschrieben, ihr müsst hier eine Retro durchführen, ihr müsst hier ein PIP oder sonst was machen, ihr müsst die agilen Interaktionen in einem Daily jeden Tag machen. Das ist im Prinzip offen gelassen und wirklich durch den Coach und die Beteiligten in diesem Prozess individuell anzuwenden. Ich denke, das sollte als Überblick erstmal reichen. Es gibt da ganz viele interessante Vorträge von zum Beispiel auch der Kerstin zu dem Thema. Wer da Interesse hat, kann da gerne auch, denke ich, im Nachgang nochmal auf die Kollegen von Mayflower und der Flight Level Academy zugehen. Das sollte als Einführung erstmal reichen. Solltet ihr Fragen haben, gerne direkt raus damit. Ich habe gar nicht jetzt irgendwie vor, am Ende eine dedizierte Fragesession zu machen, sondern lasst uns da direkt drauf eingehen. So, der Bereich, in dem ich unterwegs bin. Die Problemstellung und die Vision dahinter. Die Problemstellung sieht folgendermaßen aus, wie schon gesagt, Voice and Messaging betreibt die Sprach-Nachrichten-Plattform für Mobilfunk, für Festnetz, für Großkunden, alles Mögliche für den fast Gesamtkonzern und besteht aus etwa 500 Mitarbeitern.
Je nachdem, wie man das Ganze fasst, sind da auch mehr involviert. Aber der Tribe selbst, in dem ich unterwegs war, sind etwa 500 Mitarbeiter. Das Problem, was Anstoß für die gesamte Veränderung war, Dinge, die benötigt wurden, konnten nicht rechtzeitig abgeliefert werden. Das ist so pünktlich, rechtzeitig. Das war so eigentlich der Hauptanstoß. Wir hatten alle tolle Meilensteinpläne und Projekte, aber irgendwie hat das nicht alles so geklappt und funktioniert. Und das hat für extrem hohen Druck und Frust bei den Mitarbeitern, aber auch beim Management geführt. Wie schon gesagt, wir machen wenig eigene Software. Mittlerweile ist extrem viel cloudifiziert und Software. Wir arbeiten auch an Microservices und so weiter, wo sich das Ganze ein bisschen bessert, dass auch selbst Entwicklungen gemacht werden. Es gibt auch Teams, die wirklich nach Open Source Selbstentwicklung machen, eigene Applications zusammenbauen und so weiter. Aber ein Großteil ist halt einfach, dass man mit Partnern aus der Industrie Lösungen einkauft, implementiert und bei uns einführt. Und dadurch entstehen halt extrem viele Abhängigkeiten, sowohl innerhalb der Organisation als auch in der Industrie zu unterschiedlichen Partnern, die dann auch noch miteinander arbeiten müssen, weil wir halt auch nicht bei einem Partner im Prinzip einmal alles einkaufen und dann sagen, ihr macht das schon, sondern halt auch gucken, dass wir bedarfsgerecht bei unterschiedlichen Partnern einkaufen. Und wer mal so eine AMS gesehen hat, wie die 3GGP beschreibt, das ist schon ein sehr großes und komplexes System. Und wir haben da mittlerweile, ich glaube, weit über 16 Millionen Kunden insgesamt auf der Sprachplattform. Die Vision dahinter, Anforderungen und Kapazität in Einklang bringen. Das war von Anfang an so ein bisschen unsere Vision. Da sind wir auch immer noch dran. Ich will nicht sagen, dass wir damit fertig sind. Da sind noch viele Schritte zu tun. Aber darum geht's. Die Planbarkeit und Zuverlässigkeit bei der Ablieferung einfach zu erhöhen, dass wir auch wissen, okay, wenn wir uns jetzt auf dieses Thema fokussieren, wird das abgeliefert, wird das in dem Zeitrahmen abgeliefert und die Arbeitsbelastung bei den Mitarbeitern zu reduzieren und damit auch eine bessere Mitarbeiterzufriedenheit zu machen. Wir haben uns als Bereich innerhalb der Deutschen Telekom-Technik auch durchaus auf die Fahne geschrieben, attraktive Arbeitgeber zu werden. Und das bedeutet auch, dass die Mitarbeiter bei uns Spaß an der Arbeit haben sollen und nicht im Burnout enden. Und das gehört einfach dazu, dass das alles miteinander in Einklang geht. Dann gehe ich mal zum Anfang. 2019 haben wir angefangen. Im Dezember mit einem großen Event, Big Room Planning, sehr stark angelehnt an das PIP aus Safe. Wir haben damals mit einem Super Squad angefangen, wo wir gesagt haben, okay, wir fangen mal hier in dem kleineren Rahmen an zu verproben, zu experimentieren. Das Super Squad hat etwa 100 Mitarbeiter, die da in den einzelnen Squads oder Scrum-Teams hinten dran unterwegs sind. In dem Meeting haben etwa 60 Leute teilgenommen, ging 2 Tage, haben ein ganzes kleines Hotel gemietet, war ein sehr schöner Tag eigentlich, aber wir haben auch extrem viele Erkenntnisse daraus gezogen. Die Arbeit auf User-Story-Ebene, auf diesem Level, wo wir unterwegs waren, war einfach zu feingranular. Also wir haben einen ganzen Raum, 130 Quadratmeter oder sowas hat der Raum gehabt, von oben bis unten vollgeklatscht mit User Stories. Wir haben 700 Zettel an der Wand gehangen. Wir haben eine Abfrage durchgeführt, die fand ich sehr beeindruckend. Wir haben die Leute gefragt, also in dem Raum waren Umsetzer und Anforderer im Prinzip beteiligt. Wir haben gesagt, stellt euch mal auf von der einen Seite des Raums zur anderen Seite des Raums. Wer glaubt, wir können das, was hier an der Wand hängt, umsetzen innerhalb der nächsten 3 Monate? Könnt euch vorstellen, wie die Sache ausgegangen ist. Auf der Zustimmungsseite haben alle Anforderer gestanden, auf der Nehmer, das schaffen wir niemals, haben alle Umsetzer gestanden. Und das war so ein bisschen auch unser Problem, was wir hatten, das Ganze in Einklang zu bringen. Wir haben festgestellt, dass die Veranstaltung von der Größe her noch nicht ganz so optimal ist. Also es gab viel Zeit, wo Leute in Anführungszeichen Däumchen gedreht haben, wo sie einfach gesagt haben, ich bin hier gerade in dem Thema nicht involviert, ich habe gerade keine Zeit, meine Stakeholder, mit denen ich zu tun habe, die sind gerade in anderen Gesprächen. Und auch von dem Umfang der Teilnehmer, es waren einfach auch Leute, es haben einfach Leute gefehlt. Bei 100 Mitarbeitern hat man einfach extrem viele Abhängigkeiten auch woanders und die kann man nicht alle einladen und abbilden. Insgesamt muss man sagen, ich fand das ein sehr positives Fazit, was man von der Veranstaltung ziehen konnte. Es war ein Eye-Opener für eigentlich alle Beteiligten, dass sich Dinge ändern müssen und so ein bisschen Awareness dazu schaffen, dass das einfach
nicht so weitergemacht werden kann wie vorher. Da war auch so der erste Kontakt mit den Flight Levels. Es gab einen Vortrag zum Thema Business Agility von Klaus Leopold in der Telekom mit extrem vielen Teilnehmern, auch aus dem Management. Und das hat bei ganz vielen so eine Flamme entzündet. Da möchte ich den Bogen spannen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Flight Levels ist ein Denkmodell und kein Framework, weil nach diesem Event sind ganz viele durch die Gegend gerannt und haben gesagt, wir müssen Flight Levels einführen. Tolles Framework, wir brauchen Business Agility, wir müssen Flight Levels machen. Wir haben uns dann auch ein bisschen daran orientiert. Ich muss aber sagen, persönlich war ich zu dem Vortrag nicht da. Ich habe mir meine Zeit in Amerika um die Ohren geschlagen. Das fand ich auch wesentlich angenehmer, als auf dem Vortrag zu sein, auch wenn der Vortrag bestimmt schön war. Aber ja, ich habe mich dann natürlich im Nachgang damit ein bisschen auseinandergesetzt, habe mich belesen, habe das Grobkonzept verstanden, zumindest habe ich das gedacht. Weil ich war damals. Ja. Genau, den hab ich mir natürlich auch angeschaut. Sehr zu empfehlen. Ich glaube, eine gute Stunde, ein bisschen über eine Stunde Vortrag. Sehr interessant, kann ich wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe gedacht, okay, hast den Vortrag gesehen, hast dich ein bisschen belesen. Ja, ist ja easy, ist ja gar kein Problem. Ist ja super einfach. Dann kam 2020. 2020 haben wir extrem viel ausprobiert. Wir haben erstmal aufgrund einer geänderten Pandemiesituation die Meetings nicht mehr face-to-face gemacht, sondern remote. Und das war ein bisschen Fluch und Segen. Wir haben innerhalb von 48 Stunden im Prinzip alles über den Haufen geworfen und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt nicht face-to-face, das nächste Meeting. Wir sind immer in Quartalsscheiben unterwegs gewesen, sondern wir machen das Ganze remote und verteilen das über 3 Wochen. Waren dann 3 Wochen, wo Slots organisiert wurden, Sessions organisiert wurden, Webex, in denen die Leute im Prinzip in ihren Austausch gehen konnten. Und ich muss sagen, das hat besser funktioniert als gedacht. Das war auch genau richtig, weil das den richtigen Leuten die Möglichkeit gab, eben ihre Interaktion miteinander zu haben. Und das waren auch so die ersten Gedanken, wo wir gesagt haben, okay, das Ganze, was wir hier tun, hat schon sehr viel mit diesem Flight Level 2 zu tun, diese Ende-zu-Ende-Koordination. Und haben dann auch wirklich versucht, einzelne Wertströme rauszufinden, also welche Leute müssen miteinander reden. Wir haben versucht, andere Methoden zur Priorisierung zu finden, weil das ist extrem schwierig in einem Unternehmen, wo, ich sag mal, Projektleiter oftmals ihre eigene Agenda haben und ihre eigenen Meilensteine, nach denen sie im Prinzip urteilt werden, übereinander zu bringen und zu sagen, hey, mein Thema ist vielleicht gerade doch nicht das Wichtigste. Also haben wir Buy Feature eingeführt, war eine super Idee, grandios gescheitert. Das war wirklich auch nochmal so ein bisschen Eye-Opener. Ich will nicht sagen, die Leute haben alles getan, um möglichst gut dazustehen, aber Leute können sehr kreativ werden, wenn es darum geht, ihre Ziele zu verfolgen. Und das war auch nochmal so ein bisschen ein Zeichen für uns, okay, wir müssen da auch irgendwie was finden, was uns von oben nochmal eine Guidance gibt. Also es bringt nichts, auf dieser operativen Ebene die Priorisierung zu machen, weil solange nichts von oben kommt, ist das einfach extrem schwierig, wenn man sich an nichts orientieren kann und sagen kann, okay, das hier bringt jetzt den größten Value für das Unternehmen. Wir haben das Ganze breiter aufgestellt, sind noch auf weitere Bereiche zugegangen. Ich mir gerade ein. Ich pausiere hier kurz mal. Ich habe hier noch Bilder mitgebracht. Wollte ich noch ganz kurz drauf eingehen. Ich habe leider keine Vollaufnahme von dem Raum, aber hier seht ihr einen Teil von dem Raum. Das war so etwa ein Drittel. Es hat am Ende wirklich alles vollgehauen. Und das zeigte auch so ein bisschen die Komplexität, die dahinter ist. Das hier waren von einzelnen Anforderern, die User Stories. Hier unten seht ihr noch, dass einiges aufzuhängen war. Also es war extrem viel und groß. Wir haben das Ganze dann auf eine andere Ebene auch nochmal gebracht, haben gesagt, okay, hier in dieser Koordinierung arbeiten wir mit Epics. Es bringt uns nichts, auf User Story-Ebene für diese Squads unterwegs zu sein, für diese Scrum-Teams unterwegs zu sein. Sind da dann gestartet mit einer reduzierten Anzahl von, ich glaube, 350 Epics, die besprochen wurden für das nächste Quartal, wo wir dann auch wirklich gesagt haben, okay, innerhalb dieser Sessions, innerhalb dieser Inseln, dieser Wertströme, die wir gebaut haben, refined die Themen auch nochmal, seid euch im Klaren, was steckt dahinter eigentlich, sind alle involviert und haben so im Prinzip auch versucht, auf dieser Koordinierungsebene
zu gucken, wer interagiert eigentlich mit wem, weil das eine große Unbekannte war so ein bisschen, jeder mit jedem, aber niemand konnte so richtig aufschreiben oder sagen und haben da dann versucht, weiterzugehen. Weil das nicht schwer genug war, haben wir gesagt, okay, 2020, wir müssen das Ganze auch mit anderen Bereichen noch machen, haben etwa die Hälfte des gesamten Tribes dann reingenommen, was natürlich auch nochmal einen Komplexitätsschub gegeben hat, auch nochmal die Masse etwas angehoben hat, die in dem ganzen Thema besprochen wurde. Und dabei ist uns dann auch aufgefallen, okay, eine Erkenntnis, dass viel Experimentieren und Probieren ist super, aber das ist oftmals auf, ja, zum Leidwesen der Beteiligten gewesen. Innerhalb der 12 Monate jedes Mal am Prozess drehen, jedes Mal läuft was anders, jedes Mal läuft die Vorbereitung der Quartalsplanung ein bisschen anders. Das hat für viel Unmut gesorgt und da muss ich einfach sagen, habe ich auch gerade eben von Markus nochmal ganz viel Input mitnehmen können aus der Session. Ich glaube, da ist es halt echt hilfreich, die Leute noch tiefer reinzunehmen und mehr in die Gestaltung dieses ganzen Prozesses zu nehmen. Wir haben es versucht, teilweise erfolgreich, teilweise nicht so erfolgreich, aber da halt wirklich Input von den Leuten zu bekommen, hey, wie können wir für euch den Aufwand reduzieren, wie können wir aber auch gucken, dass gewisse Qualitätsstandards gehalten werden. Und eine ganz klare Erkenntnis, wir waren in vielen Dingen einfach auch zu früh. Und da, wo wir teilweise zu früh waren, waren wir auch nicht mutig genug, das Ganze mal durchzuziehen. Wirklich auch zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt auf, dass wir wirklich die Mitarbeiter da tiefer reinholen, mehr involvieren, dass wir einfach mal Dinge ausprobieren und radikal anders machen. Weil dieser evolutionäre Ansatz ist gut. Das ist auch, glaube ich, gut, um mit den Beteiligten zu kommunizieren. Aber ich glaube, da, wo halt die Leute auch bereit sind, radikal was anders zu machen, wo der Schmerz auch einfach groß ist, da sollte man das dann auch tun. Eine weitere Erkenntnis war, wir sind eine Organisation, die sehr hierarchisch aufgebaut ist. Es gibt ein Tribe, da gibt es dann Tribe Leads und Management. Es gibt andere Tribes, die haben auch das Gleiche. Und die verfolgen irgendwo ihre eigenen Ziele und die haben ihre eigene Sprache und die haben ihre eigenen Ablaufmodelle und die arbeiten anders, als das mein Bereich, den ich begleitet habe, gemacht hat. Und gerade da an den Schnittstellen war es extrem herausfordernd und da sind wir auch mit dem Flight-Level-Ansatz irgendwo ein bisschen gescheitert. Flight-Level wirklich über die Organisation aufzubauen, ist extrem herausfordernd. Also zu sagen, okay, wir haben hier eine Koordinierungsebene, die geht von den Marktanforderungen, von den Leuten, die den Service verantworten, über die Leute, die im Rechenzentrum die Server ins Rack schrauben, das funktioniert sehr, sehr schwierig bei uns. Und dazu kommen noch ganz einfache Sachen wie keine durchgängigen Tools. Ich bin kein Riesenfreund von Guard oder Jira, besser gesagt, oder sonstigen Tools, aber man braucht halt eine gemeinsame Sprache, um solche Dinge wirklich hinzubekommen. Und auch die Bereitschaft, weil wir haben extrem viel Silo-Denken einfach. Und das muss man aufbrechen, indem man die Leute auch mit dazu holt und zeigt, hey, das funktioniert, wenn wir zusammen daran arbeiten. Wir haben hier euren Teil drin, wir haben unseren Teil drin. Es fühlt sich jeder vertreten und das Ganze auch auf Augenhöhe und gleichmäßig gleichgerecht vertreten. Habe hier auch noch ein, zwei Bilder mitgebracht. Wir haben mit Bi-Feature gearbeitet, wie gesagt, wo wir die Anforderungen bewertet haben, wo jeder Anforderer im Prinzip seine Sachen oder seine wichtigen Themen einkaufen konnte, Gelder verteilen konnte. Wir hatten dann gesagt, okay, wie sieht das eigentlich aus? Was können wir eigentlich leisten? Haben das Ganze über dieses Bi-Feature priorisiert, haben eine Ansicht geschaffen, wo die Teams sagen konnten, okay, ich bin drin, ich bin draußen, ich kann das unterstützen oder nicht. Wir sehen hier in Rot, wo es Konflikte gibt und hier sieht man mal so die Gesamttapete über die erste Iteration in 2020. Das waren jetzt so 350 Epics. Glücklicherweise sind wir Stand heute bei gar nicht so viel mehr Epics, sondern es sind um die 400, die wir besprechen, aber es ist halt echt ein Riesenbatzen an Arbeit.
mit so vielen Leuten, die hinten dran stehen und so vielen Kunden, die davon abhängig sind, einfach extrem herausfordernd. Genau, das war 2020. Gibt es von eurer Seite Fragen erstmal? Das ist nicht der Fall. 2021. 2021 war für mich so ein bisschen Augen öffnen. Ich habe im letzten Jahr eigentlich fast alle meine Schulungen, ich glaube, alle meine Schulungen zu Flight Levels gemacht. Und ja, war super interessant, super spannend. Habe festgestellt, vieles davon nutzen wir schon. Aber es klingt immer alles in der Schulung so leicht. Also in der Schulung ist das, ja, und dann machen wir hier unsere Boards und bauen uns die Flight Levels und involvieren die Leute und hin und her. Klingt super, ist auch super easy in der Theorie. Praktisch scheitert man dann, oder ich will noch nicht mal sagen, scheitert. Man hängt dann halt oft an der Realität, an den Leuten, die in diesem System mitspielen müssen. Alleine schon mal die Zeit zu bekommen, mit Leuten zu besprechen, hey, wie sieht eigentlich dein Flight Level aus? Da haben viele gar kein Interesse dran, weil sie auch diese Notwendigkeit nicht sehen, die dahinter steht. Und wir haben einfach festgestellt, okay, auch gerade in Gesprächen mit den Leuten, so ein Flight Level 2 alleine hilft uns nicht. Wir brauchen ein Flight Level 3. Wir brauchen irgendwas, was über dieser Koordinierung der einzelnen Teams steht, was dem Ganzen ein bisschen Guidance gibt und wo man auch eine Priorisierung raus ableiten kann und wo man vor allem auch effektiv limitieren kann und sagen kann, okay, als Tribe nehmen wir uns hier jetzt die Grenze und sagen, das hier ist das, was wir im nächsten Quartal an Wert liefern wollen. Das ist das, wo wir sagen, das ist der Fokus. Das wollen wir erreichen. Ist ein sehr schwieriges Thema, weil gefühlt habe ich immer das, oder ich habe oft das Gefühl, bei vielen ist im Kopf noch so drin, Hauptsache, wir fangen mit allem an. Das ist viel besser, als irgendwo Nein zu sagen. Wenn es nicht fertig wird, ist nicht so schlimm. Aber Hauptsache, wir haben damit angefangen. Und dagegen ein bisschen vorzugehen, haben wir halt gesagt, okay, wir führen Flight Level 3 ein. Ich habe dann im Laufe des Jahres gemerkt, es ist gar kein Flight Level 3. Es ist eigentlich nur ein operatives Flight Level 2, weil wir immer noch auf einer fachlichen Ebene unterwegs sind. Man kann sagen, so ein bisschen Solution-Ebene von Safe, beziehungsweise wir haben wirklich geguckt, dass wir dann mit Hilfe von externen auch ein Lean Portfolio Management einführen, um sagen zu können, okay, das hier sind die Portfolio-Items, das ist der Wert, der hinten dran steht. Trotz allem stellen wir immer wieder fest, auch um da eine gute Beurteilung hinzubekommen, so ein Strategielevel wäre ein Segen. Wirklich zu sagen, okay, das hier ist die Strategie, die unsere Firma jetzt verfolgt, das ist die Strategie des Top-Managements, die transparent zu machen und auch auf Quartale irgendwo mappen zu können und sagen zu können, hey, wir waren dieses Quartal super erfolgreich, wir haben zwar nicht alles abgeschlossen, was wir uns vorgenommen haben, aber wir haben den Wert geliefert, den wir liefern wollten und das haben wir umgesetzt. Das war einfach eine Erkenntnis, die da war, dass sowas gebraucht wird und da sind wir auch dran, das zu ermöglichen oder das zu schaffen. Schon gesagt, etablieren Lean Portfolio Management, Planning Events. Wir haben festgestellt, okay, wir sollten vielleicht uns dann doch auch stärker an Safe orientieren und haben auch festgestellt, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, diese Flight Level 1, Flight Level 2, diese operativen Teams und ihre Arbeit mit der Koordinierung näher zusammenzuziehen und wirklich dedizierte Zeit dafür zu nehmen, richtige Pips zu machen. Haben Intervalle eingeführt, ein Heartbeat, dass im Prinzip alle gleich getaktet sind und haben da geguckt, dass halt das Ganze irgendwo auch ein bisschen miteinander stärker verzahnt ist, dass einfach diese agile Interaktion, wo ich vorhin von sprach, also diese Aktivität auf jedem Flight Level, dass diese agile Interaktion einfach stärker in den Vordergrund tritt und die Leute dann nicht erst durch uns irgendwie darauf hingewiesen werden müssen, hey, ihr müsst jetzt leider miteinander reden, es geht nicht anders. Das Rollen und deren Verständnis angefasst, das war ein ganz großes Thema. Wir haben innerhalb der Transformation mit unserem Transformationsteam uns Rollen überlegt, Rollen angepasst, Rollen geschaffen, haben aber oftmals das nur mit ein, zwei Beteiligten formuliert und
den Rest halt einfach nicht genug dazu eingeladen, damit zu reden. Das war ein Thema, was teilweise sehr gut funktioniert hat, die Interaktion mit den Leuten, dass wir da Feedback von denen bekommen und auch Input bekommen, teilweise aber auch echt herausfordernd, weil das Interesse teilweise nicht da war oder halt die Leute eh ihre Rolle als Projektleiter noch weitergelebt haben, was auch teilweise so vom Rest der Organisation akzeptiert und gefördert wurde. Und wir haben angefangen zu sagen, okay, wir müssen auch in Flight Level 1 stärker aktiv werden. Also die Transformation muss auch unten stattfinden. Beim Management hat man einen extrem hohen Hebel. Ich habe es auch rechts, glaube ich, zusammengeschrieben. Man hat einen extrem hohen Hebel beim Management, Veränderungen zu bewirken, Arbeitslast zu reduzieren, fokussieren, limitieren. Aber auch der Rest der Organisation muss da einfach mitgehen und das Verständnis dafür haben, weil die meisten Teamleiter, die ich so kennengelernt habe, die wollen oftmals auch gar nicht Nein sagen, weil das halt einfach so verankert ist noch, ja, viel Feind, viel Ehr. Ich versuche da alles durchzukriegen und guck mal, wie weit ich komme. Und am Ende habe ich ja doch viel geliefert, aber dieser Wertgedanke ist oftmals noch nicht da. Deshalb, diese Begleitung muss auf allen Ebenen erfolgen. Die Akzeptanzprobleme sind halt auch da. Das muss man wirklich gucken, dass man auf allen Ebenen unterwegs ist und die Leute involviert. Die Organisation passt selten zu den Workflows oder Flight-Routen. Wir sind da echt noch in der Zwickmühle ein bisschen, wie man damit umgeht, weil du kannst halt nicht über die Gesamtorganisation oftmals agieren. Du musst gucken, dass du innerhalb deines Bereichs, den du auch als Verantwortung irgendwo hast oder wo du auch Dinge verändern kannst, Dinge anstoßen kannst, agierst. Aber du musst halt trotzdem gucken, wie gehen wir mit den Schnittstellen um? Wie kriegen wir das auf die anderen Seiten adaptiert? Und auch im Top-Management muss was passieren, damit auch dieses Verständnis da ist, dass eine Strategie nicht einfach nur Schlagworte oder Technologien sind, sondern dass man da auch wirklich schaut, dass da Arbeit und Wert hinten dran steht, der geliefert werden soll. Das war so ein bisschen das, was wir in 2021 gemacht haben. Sehr viel nochmal mit den Flight-Leveln reflektiert. Und ich würde dann gerade auch darauf gehen, wo stehen wir aktuell, 2022, noch nicht allzu alt. Was ist der Ausblick und so ein bisschen meine Zusammenfassung. Was passiert aktuell? Wir haben eine wirkliche Transformation, also eine Umorganisation auch in dem Bereich, wo wirklich geschaut wird, okay, wie können wir Abhängigkeiten reduzieren? Wir versuchen mit viel, viel Gedanken dieser Wertströme auf einer Plattformebene zu gucken, was sind so die Hauptarbeitsthemen, die wir in den nächsten Jahren vor uns haben? Wie können wir da Abhängigkeiten reduzieren? Wie können wir das anders aufstellen? Das ist auch erstmal nur innerhalb dieses Tribes, was aber auch ganz klar zeigt, dass halt an den Kanten Dinge passieren müssen und an den Schnittstellen Dinge passieren müssen. Es wird auf den gesamten Tribe ausgerollt. Es werden auch andere Super Squads mit dazu genommen. Limitieren ist extrem herausfordernd. Jedem im Management ist es klar, aber auch wirklich zu sagen, okay, wir machen jetzt nur das und wir ziehen hier einen harten Strich und ein hartes Limit irgendwo rein. Seit 2 Quartalen arbeiten wir im Prinzip mit so einem soften Limit, ja, hier, das ist das, was wir tun wollen. Wir ziehen irgendwo im Portfolio-Management den Strich und sagen, das hier sind die Dinge, die wir machen wollen. Aber wenn jemand noch Zeit hat und wenn ein Team nichts zu tun hat, dann, wenn sie in den anderen Themen nicht unterstützen können, dann können sie mit dem Thema anfangen. Und das sorgt halt einfach dafür, dass immer noch sehr viel Arbeit ins System kommt. Und wir haben festgestellt, dieser Projektmodus, in dem wir unterwegs waren, in dem auch externe Consultants und ich als interner Consultant und andere Kollegen von mir unterwegs waren, das muss sich im Zuge der Transformation auch ändern, weil halt da wirklich wichtig ist, dass das aus der Organisation erfolgt. Wir haben viel dazu beigetragen, dass innerhalb der Organisation Know-how da ist, dieses Thema auch weiterzuentwickeln, weiterzutreiben. Wenn wir raus sind, wir gehen wahrscheinlich Ende März aus dem Thema raus und dass die Organisation dann noch in der Lage ist, da halt weiterzumachen und diese Themen auch weiterzutreiben.
generell näher an die Mitarbeiter, Umsetzenden in Bezug auf Change und Kommunikation. Ist auch persönlich ein Problem von mir. Kommunikation ist schwierig. Da muss man halt einfach wirklich gucken, wie kann man Mitarbeiter mitnehmen. Es bringt relativ wenig, Informationen einfach nur ins Intranet oder sonst was zu stellen, weil wenn du mit den Leuten sprichst, kriegst du trotzdem die Frage gestellt, ja, wie ist denn das jetzt? Und die Antwort von mir ist ja auch nicht, ja, das steht doch da, warum liest denn das nicht? Sondern die Leute sind einfach mit anderen Dingen beschäftigt, als sich solche Informationen noch nebenbei reinzuziehen und vor allem auch noch eventuell aktiv auf die Suche zu gehen. Andererseits haben sie auch keinen Bock drauf, einmal die Woche für eine halbe Stunde zu einem Infocall eingeladen zu werden, was ich auch absolut verstehen kann. Also das ist ein extrem wichtiges Thema, darf man nicht vernachlässigen. So meine Einschätzung ist zum Thema Flight Level, wo ich jetzt wirklich seit einigen Monaten extrem tiefen Kontakt mit habe und vorher so ein bisschen oberflächlich, aber in der Transformation unterwegs war. Es hilft extrem als Denkmodell. Also sich wirklich auf diese simplen drei Ebenen mit fünf Aktivitäten zu fokussieren, hilft extrem zu sagen, okay, was brauchen wir eigentlich, um auf der Ebene des Teams jetzt weiterzukommen, um auf der Ebene der Koordination jetzt weiterzukommen, um auf der Ebene der darüber gelagerten Koordination weiterzukommen, um mit einer Strategie weiterzukommen. Da würde ich auch sagen, wenn wir so eine Checkliste neben dran legen, haben wir alle Aktivitäten auf jeder Ebene mittlerweile drin? Würde ich sagen, ja. Ausbaufähig, aber es ist da und es entwickelt sich. Und das ist, glaube ich, auch so mit diesem Übergeben des ganzen Themas in die Organisation extrem wichtig, dass halt gewisse Grundlagen da sind und ein gewisser Spirit da ist, dass sich das Ganze halt auch weiterentwickelt. Ich habe vom Stefano Klinke, wer ihn kennt, den folgenden Satz mitgenommen. Widerstand gegen Veränderung gibt es nicht, nur intelligente Reaktionen auf blöde Methoden. Der klingt bei mir sehr nach. Und das ist auch meiner Meinung nach so. Also es bringt wenig zu sagen, okay, das hier ist unsere Veränderung, die wir hier jetzt vorhaben mit allen Mann. Die Leute wissen ziemlich genau, was in ihrer Arbeit vor sich geht und wie die Arbeit am sinnvollsten zu tun ist. Da muss man halt einfach selbst gucken, wie kann man das als jemand, der im Prinzip als Auftrag hat, den Bereich zu verändern, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit den Leuten um? Wie kann ich die Leute da involvieren? Wie kann ich gucken, dass trotzdem Ergebnisse dabei rauskommen, ohne dass ich mich ins stille Kämmerchen setze und sage, hier ist jetzt der Plan und so machen wir das und so wird das ausgerollt und dann sind wir agil. Ja, abschließend noch tieferer Einstieg ins Flight-Level-Konzept hat mir die Augen geöffnet. Ist in ganz vielen Methoden so, als ich das erste Mal Safe gesehen habe, habe ich gesagt, Gott, ist das blöd. Als ich das zweite Mal Safe gesehen habe, habe ich gedacht, ich habe es verstanden. Als ich das dritte Mal Safe gesehen habe, fand ich es immer noch blöd, aber habe dann langsam auch wirklich verstanden, was dahinter steckt. Und mittlerweile bin ich ein relativ großer Fan davon geworden, weil umso tiefer das Verständnis dahinter einfach war, umso mehr hat man auch selbst so diese Sicherheit zu sagen, okay, das hier sind die Gedanken, die dahinter stecken und so kann man das Ganze für sich adaptieren. Ja. Ich habe viel geredet. Vielen Dank erstmal an euch fürs Zuhören und ich wäre jetzt gerne bereit, euer Feedback, eure Fragen, eure Einschätzungen, sonst was mitzunehmen. Könntest du bitte nochmal auf die Beispiele geben für die verschiedenen Flight Levels? Das ist auch der Begriff Superspot gefallen. Ich würde mir da jetzt vorstellen, dass es entweder auf Canvas-Ebene oder auf Tribe-Ebene, aber um da nochmal so die Unterscheidung hinzubekommen. Warte, dann nehme ich, glaube ich, das Bild. Steffen, darf ich antworten? Ja, klar, gerne. Ich würde vorschlagen, wenn wir über Supersquad-Ebene reden, ist das so in der IT, Tele-IT-Sprache so Digi-Hub-Größe ungefähr. Auch so von den Themen etwas abgekapselt, im Optimalfall eigener Wertstrom. Ja. Aber so Supersquad-Ebene, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, ist so mit einem Digi-Hub. Und ein Tribe kannst du dann eher so ein bisschen so auf Canvas-Ebene ziehen, in meinem Kopf, weil mehrere Digi-Hubs, Super-Squads in einem Tribe organisiert sind. Genau, ist aber beides Aufbauorganisation und nicht zu verwechseln mit Flight Level 1, 2, 3, was ja im Prinzip Ablauforganisationen beschreiben soll.
Allerdings muss man sagen, bei uns entspricht im Prinzip das Flight Level, diese Koordinierungsebene, meistens dann auch einem Super Squad. Einfach auch ein bisschen aufgrund der Transformation, aber auch der Einfachheit halber, weil es halt der Bereich ist, den man beeinflussen kann, wo du alle Player an einem Tisch hast, wo du das Ganze relativ einfach an den Start bringen kannst. Das wird aber wahrscheinlich nicht das Ende sein. Also wir werden da auch Tribe-übergreifend agieren müssen in Zukunft, um da wirklich Wertströme und Koordinierung hinzubekommen, damit auch Produkte einfach schneller fertig werden. Passt das für dich, Detlef? Oder Fragen? Ja, also jetzt nochmal. Also Flight Level 1, habe ich mal gedacht, ist auf Scrum-Team-Ebene. Ist das richtig? Kann, ja. Prinzipiell würde ich sagen, ja. Aber auch ein Managementkreis kann ein Flight Level 1 haben. Also okay. Auch die Squad-Leads oder die POs, die zusammensitzen, können durchaus ein eigenes Team sein oder bilden, was ein eigenes Flight Level 1 hat. Also Flight Level 1 ist immer die Ebene, wo effektiv gearbeitet wird, wo irgendwas umgesetzt wird. Und Flight Level 2, Kerstin, du darfst dich da gerne korrigieren oder einspringen, Flight Level 2 ist immer das eine Ebene, wo koordinierende Arbeiten auftauchen, wo koordiniert wird, wo gesagt wird. Scrum Teams wäre ja dann schon Flight Level 2, ne? Darf ich das mal ganz genau. Und Flight Level 3 wäre dann quasi, ja, eins höher, entweder ein gesamter Digi-Hub, ne? Wäre dann nee, Flight eben Level nicht. 3. Genau das eben nicht. Flight Level 3 kann, also ich sag mal, wir haben ein Team. Copernicus ist so ein bisschen ein Team, was wir bei uns haben. Das entspricht keiner Organisation, da sind aus verschiedenen Organisationen Leute drin. Und wir haben ein Flight Level 1. Wir haben ein Board, in dem wir unsere Sachen haben. Wenn wir jetzt mit anderen zusammenarbeiten würden, was wir teilweise auch sogar tun, dann haben wir im Prinzip darüber ein Flight Level 2. Wir haben Wertstrom, wir arbeiten mit anderen zusammen, sagen, okay, um dieses Projekt abzuschließen, müssen wir was liefern, die was liefern, irgendjemand vorne liefert was, irgendwo kommt hinten was raus. Mhm. Und trotzdem können wir ein Flight Level 3 auch haben für uns als Team, weil wir als Team eine eigene Strategie verfolgen. Also diese Ebenen können für jedes Team da sein. Man kann aber auch sagen, okay, wir haben in der Organisation Voice and Messaging, wir sind dabei, wir wollen es versuchen, in absehbarer Zeit halt wirklich ein Strategieboard aufzubauen, also ein Flight Level 3, wo gesagt wird, okay, das ist die Strategie für die Voice and Messaging Plattform der Deutschen Telekom in den nächsten Jahren. Das sind die Themen, an denen wir arbeiten. Darunter gibt es ein Lean Portfolio Management, wo im Prinzip koordinierende Arbeiten stattfinden, wo Arbeitspakete koordiniert werden zwischen verschiedenen Teams. Und gleichzeitig kann aber auch dieses LPM-Team eigene Aufgaben haben, die nur in diesem Team bearbeitet werden, was dann im Prinzip ein Flight Level 1 wäre. Also ich kann verstehen, dass das ein bisschen schwierig ist. Wie gesagt, bei mir hat es auch mehrere Schulungen gebraucht, um das wirklich so in Sitzen zu haben, dass ich verstehe, wie damit genau umzugehen ist. Da reicht halt eine halbe Stunde irgendwo nicht aus, glaube ich. Wichtig ist aber, dass die ganzen losgelöst sind von Organisationsformen. Es geht wirklich darum, wo arbeiten Menschen zusammen, wo arbeiten Teams zusammen und auf welcher Ebene treffen die Leute ihre Entscheidungen. Am Flight Levels Day, wann war der Anfang? November, Ende November, irgendwie glaube ich, hat eine Kollegin Selbstständige vorgestellt, wie sie als Ein-Mann-Betrieb Flight Level 1, 2 und 3 hat. Und das war auch für mich so ein bisschen Eye-Opener, dass diese Person halt wirklich auf drei Ebenen schizophren unterwegs ist und sagt, okay, jetzt gerade treffe ich eine strategische Entscheidung, ich befinde mich auf Flight Level 3, ich schiebe da meine Aufgaben im Prinzip durch ein Board und jetzt gerade bin ich im Abarbeiten von dem Projekt und da bin ich gerade in Flight Level 1 unterwegs.
Also das ist eine Perspektive, die du quasi einnimmst auf diesen Ebenen. Ja, ja. Und auch eben eine Freelancerin, die Caro Salz, kann durchaus sagen, okay, sie macht natürlich auch strategische Arbeit, heißt, dass sie sich auch überlegt, was oder wie will ich mich verhalten, sodass ich in Zukunft auch noch erfolgreich bin. Ja, so Strategie, dass man aktiv an einer Zukunft arbeitet, also aktiv diese Zukunft auch eintreten lassen möchte, das ist ja im Grunde genommen Strategiearbeit. Und was, wenn ich jetzt zum Beispiel auf, in dieser Strategiearbeit dann Desk Research mache oder so, ist das eigentlich vielleicht Level 1 Arbeit operational. Wenn das jetzt Teams sind, keine Ahnung, arbeiten die dann ja auch operational und bereiten das vor. Aber die Entscheidungen, die getroffen werden, dann auf einem Flight Level 3 sind dann eben strategischer Art. Das heißt, von der Zeit langfristig gesehen, ja, von der Zeit sind sie halt anders geartet als operationale Arbeit, als auch vom Scope. Chris, du hast auch noch eine Frage. Ja, du hast eben fast schon angefangen, glaube ich, mal exemplarisch durch dieses, durch so ein Szenario zu gehen. Da gibt es ja auch diese Visualisierung. Das hätte ich eigentlich ganz spannend gefunden, wenn wir das in der Zeit machen können. Wir können da gerne noch mal kurz drüber gehen. Also das hier war so ein bisschen ein Teil von so einer, ich will nicht sagen Lernreise, Customer Journey ist es auch nicht, für eine bestimmte Rolle. Und zwar den Initiative Owner, Epic Owner in Safe genannt. Was sind eigentlich seine Dinge? Wo hat er Interaktion? Wie geht er durch das ganze Thema durch? Beschrieben von, was muss er in Jira im Prinzip machen? Weil das ist einfach eine Hürde, Hindernis für viele Leute, dass da die Felder richtig ausgefüllt sind. Welche Felder sind auszufüllen? Und ist so im Prinzip beschrieben, wo muss er mit welchen Schnittstellen interagieren? Nicht direkt vorgeschrieben, so und so läuft das bei dir, sondern im Prinzip immer so ein bisschen exemplarisch die Interaktion zwischen Rollen und welche Meetings gibt es, wie sieht das Kanban aus, was dahinter steht, ist relativ simpel mit Backlog, Analyzing, Selected for Next Quarter, To-Do in Progress Closed und haben so im Prinzip beschrieben, wie diese Ebenen aussehen. Man hat hier nochmal... Das ist die dritte Ebene, ne? Genau, das ist im Prinzip auch ein Flight Level 2, aber das ist bei uns aktuell die oberste Ebene. Das ist Portfoliosteuerung, Lean Portfolio Management, wo gesagt wird, okay, hier sind die größten Arbeitspakete, die wir haben. Ablieferungen meistens so um die 9 Monate groß, wo irgendein Value hinten dran steht, der geliefert wird. Wie sieht das dann aus, wenn er im Prinzip ins Refinement seiner Themen gehen muss, auf die nächste Ebene gehen muss? Planning-Event oder den PIP mit den Leuten machen muss, mit den Squads in die Interaktion geht oder mit den Scrum-Teams in die Interaktion geht, um Refinements seiner Stories und sowas zu machen, beziehungsweise die ihre Stories anlegen und wie sich dann auch die Themen im Prinzip auf dem Board immer weiterentwickeln. Also da haben wir versucht, so ein bisschen Ablauf zu machen, kann, glaube ich, ganz hilfreich sein. Ich mache das. Wie der Workflow aussieht, da geht es jetzt auch gar nicht so sehr um das Super Squad, sondern ein bisschen größer, sondern wirklich halt um das Organisatorische mit dem Ablauf irgendwo für die Leute ein bisschen greifbarer zu machen. Du hast auf jeder Ebene unterschiedliche Arten von Arbeit oder unterschiedliche Granularität von Arbeit. Du hast auf jeder Ebene ein eigenes Board, wo getrackt wird und es ist auch nicht nur ein Super Squad, sondern aus diesem Portfolio werden im Prinzip dann 6 Super Squads oder 5 Super Squads befüllt, die dann ihre eigenen Planungsevents wieder haben, wo auch die Kreise zusammenkommen, um sich zu synchronisieren und so weiter. Und dann auch Squad eben ein ganz normales Doing. Genau. Und wichtig, das fehlt hierbei, ist auch die Schleife nach oben. Also das ist extrem wichtig, dass du auch wirklich diese Rückmeldung hast, okay, hier ist was fertig, das wird hierüber auch zurückgemeldet, dass man auch wirklich prüfen kann, also die Messbarkeit wiederherstellen kann, hey, sind wir da eigentlich gut on track? Okay. Ich sage vielen Dank für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ihr dürft gerne auch im Nachgang noch auf mich zukommen. Die Kontakte von mir, meine E-Mail-Adresse habe ich in dem Telekom-Dome hinterlegt. Ich würde mich noch über Feedback freuen. Auf dem Miro-Board ist hier unten die Möglichkeit, Feedback dazulassen, was ich das nächste Mal anders machen kann, ob ihr vielleicht noch Fragen habt. Und
Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.